Und von guter Ernährung kommen wir jetzt auch zu guter Musik. Bei uns zu Gast die Band White Blossom Project. Grüß euch, Jungs. Hi. Erstmal danke, dass ihr gekommen seid. Wir wollen gleich mal hier starten. Fangen wir doch bei dir an. Sitzt so weit hinten. Willst du dich mal kurz vorstellen oder die Band vorstellen und was ihr denn alles so spielt? Ja, egal, wir stellen uns alle mal gerne einzeln vor. Also ich bin der Mike. Bin gebürtiger Amerika, komme ursprünglich aus New York, seit 22 Jahren in Deutschland. Bin etwas über 40, aber Drummer von der Band und für mich sehr jung dabei. Krass. Also ich bin der Tim, ich bin jetzt frisch 18 geworden. Ich komme aus der Nähe von Ansbach, also in Mittelfranken, ist ein Stück weg von hier. Ja, ich spiele eigentlich Gitarre und so Background-Gesang und wenn wir im Studio sind, bin ich eigentlich der, habe ich eigentlich die Rolle vom Tontechniker. Ja, ich bin Tim, sein Bruder der Band. Natürlich auch im selben Eck, wohnhaft, ja. Ja, ich bin der Basser bei White Blossom Project, aber ihr werdet dann, denke ich, nur mitkriegen, wir tauschen auch ziemlich oft durch. Das heißt, es ist nicht nur Bass, es ist auch dann mal Gesang, Mundharmonika, solche Sachen. Ja. Okay, ich bin Elmo, ich spiele bei der Band Rhythmusgitarre, mache Lied, Gesang zum großen Teil und unterstütze sonst mit allem anderen, was man Instrumenten braucht, so wie anderen auch die Band mit. Okay, gibt es noch andere? Also andere Instrumente, bis auf jetzt Mundharmonika. Was spielt ihr denn noch so alles? Also, wir probieren einfach alles. Der Bursche hier kann alles spielen, was ihm in der Hand geht. Also spielt Banjo, also sogar siebenseitige Gitarre oder achtseitige, was hast du denn da? Ja. Wir probieren Ukuleles und Mandolin, alles möglich. Cajon, Rototoms, verschiedene Bongo-Sachen auch, damit wir einfach diversen Sounds kriegen. Okay, ja. Krass. Okay, Elmo, du bist ja der Gründer der Band, hast es vor 2 Jahren gegründet. Wie kamst du zu der Konstellation? Es war eigentlich ziemlich einfach. Ich bin auf Tim gestoßen hier, unseren jungen Gitarristen, und der hat mich wirklich fasziniert. Und ich war eher in der Planung, eine Band wieder neu anzufangen nach einer längeren Pause. Und ja, so kam das Pulver in die Waschmaschine. Und jetzt nach den 2 Jahren haben wir schon ordentlich viele Songs und auch albenmäßig einiges am Laufen. Okay. Wir haben eine Zuschauerfrage, darf ich kurz einhaken? Ja, selbstverständlich. Der Fabi, der möchte nämlich unbedingt wissen, wer bei euch die Songs schreibt. Wer das ist also, ja, wir schreiben eigentlich alle. Also da wechseln wir uns ziemlich durch, deswegen ist es auch ziemlich verschieden, ja, was dabei rauskommt. Steff schreibt die meisten und er hat auch schon viele mitgebracht, als er die Band gegründet hat. Und trotzdem kommt von Mike natürlich was. Und ich schreibe manchmal welche, Tim schreibt manchmal welche, also wirklich alle 4. Verarbeitet ihr dann wie echte Männer eure Gefühle oder? Nee! Ah, Mike schon. Das ist alles gelogen, was wir schreiben. Nee, ja, auf der Bühne könnte man schon vielleicht das Bild bekommen, weil wir haben auch schon Videos von uns gesehen. Kann man das Bild bekommen, da stehen ein paar 4 harte Jungs auf der Bühne. Aber eigentlich sind wir zum Knuddeln und zum Gern haben, aber ja, also wir sind eigentlich ganz normale Menschen trotzdem. Okay. Ja, cool. Eine Frage an dich, Bernd. Euer Stil, das ist ja so in die Richtung 70s, hätte ich jetzt mal gesagt. Einfach so diese coolen Sachen, diese unsterblichen Hits, Hits für die Ewigkeit, an denen ihr euch orientiert. Was sind denn da so Bands, die euch da so jetzt ganz spontan einfallen, die euch da beeinflusst haben in eurem Sound? Also inzwischen sind wir tatsächlich ein bisschen weg von dem 70er-Sound. Der beeinflusst uns immer noch, ja, und man hört es auch durch und durch, denke ich mal. Trotzdem sind wir ein bisschen weg. Was allerdings auf jeden Fall zu den Einflüssen zählt, würde ich mal sagen, die ganz großen Led Zeppelin. Allein, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, die Blues Up, wer schon mal Bring It On Home gehört hat, ja, also so Blues, typische Bluesnummern, das ist ja doch ziemlich stark vertreten bei Led Zeppelin. Auch AC/DC, ja, wird auch der ein oder andere mal raushören. Auch The Who, Steff ist ein ganz großer The Who-Fan. Ja. Und auch Jimi Hendrix, ja, wenn man manche Solo von meinem Bruder anhört, vom Tim, ja, ist durchaus auch Jimi Hendrix zu hören. Der neue Jimi Hendrix. Timmy Hendrix. Genau. Quasi genau umgedreht. Oder bist du Linkshänder? Ne, ich bin Rechtshänder. Ah ja, okay, also dann wirklich quasi falsch rum. Jimi Hendrix. Die bitte? Clara. Achso, Entschuldigung. Habe ich eingebucht? Was? Nein, die Clara hat uns nämlich noch eine Frage gestellt. Und zwar, wie oft ihr im Jahr so auftretet und wo man euch in nächster Zeit mal hören bzw. sehen und hören kann. Ja, wir sind eigentlich ziemlich viel unterwegs. Wir haben jetzt in 2 Jahren über 20 Gigs gespielt. Und wir sind nächstes Wochenende dann am Samstagabend auf dem größten Open-Air-Festival im Ostalbkreis und spielen im Grubenrock und spielen am Samstagabend als Opener. Okay. Also ist allerdings alles ausverkauft, es gibt kein Ticket mehr dafür. Da muss die Clara noch ein bisschen warten. Ja.
Okay. Es hat in Seville als Rodi mitkommen. Haben wir noch Platz? Ja. Nummer. Okay. Ja, das kann die Klasse gleich mal wieder reinschicken. Genau. du hast ja auch gerade erwähnt, dass euer Sound sich nicht mehr so stark an den 70s orientiert. Gibt es aktuelle Bands, an denen ihr euch orientiert, oder sucht ihr da irgendwie euren eigenen Sound? Also ich denke mal, jede Band entwickelt mit der Zeit einen eigenen Sound, aber dennoch gibt es natürlich Bands, an denen wir uns orientiert haben, beziehungsweise die uns beeinflusst haben. Wolfmother wäre zum Beispiel so eine Band. Großartig. Ja, also aus Australien, nicht so bekannt, aber dennoch, ja, also toller Sound. Gerade Hammond-Orgel zum Beispiel kam von denen, verzerrte Hammond-Orgel. Und das haben wir auch ein bisschen eingebaut dann in manchen Songs. Und ja, was noch? AC/DC ist ja immer noch aktuell. Auch The White Stripes mit Jack White. Steff ist auch ein großer Fan davon. Ja, durchaus. Also kurze, prägnante Nummern. Ja, richtig rotzig eigentlich. Mit Blues immer noch dabei. Mhm. Das schon durchaus auch. Ja. Okay. Auch sowas in Richtung, was meinst du, ein Bluespilz vielleicht? Das, ja, genau. Bluespilz ist auch, ja. Ist auch auf jeden Fall eine Band. Ja, mit der wir uns identifizieren natürlich. Ja. Aber es war mir. Identifizieren können. Nee, also auf jeden Fall Bluespilz durchaus, ja. Also auch der ist ja gerade so Ende 60er, 70er Sound auf jeden Fall dabei. Also da würde ich uns auch einordnen. Ich hätte euch jetzt auch so eingeschätzt als eher so eine Liveband. Also weniger so die Band, die nur im Studio rumhängt und den einen und den anderen Song hinterher rausklatscht, sondern auch wirklich gern drauf auf der Tour ist und dann ordentlich reinhämmert. Was ist, war eigentlich so bisher euer bester Live-Auftritt? Also ich denke, uns allen sind, glaube ich, zwei Gigs am meisten in Erinnerung geblieben in letzter Zeit. Einmal hier in der Nähe war das. Das war die JVA Eicher. Das war echt ein ziemlich cooler Gig. Also die Mädels waren sehr auf Zack und ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und der zweite, der ist noch gar nicht so lange her. Das war, ich glaube, am 30. war es letzten Monat. Ja. In Stuttgart, Gabis Gruft, das ist ein relativ kleiner Laden. Und es war unglaublich heiß, also eigentlich noch heißer als hier. Es war bestimmt 50 Grad in dem Laden. Ja. Ja. Also es war unglaublich heiß. Und wir haben auch heiß gespielt, würde ich sagen. Cool. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir waren mit einer tollen Band aus Heilbronn unterwegs, die heißen Crooked Grind. Das sind so junge Leute, die machen wirklich unglaublich gute Mucke. Und wir haben uns vorher nicht gekannt und wir sind ja vielleicht etwas skeptisch in diesen Groove gegangen. Also der ist ein Name, alle Ehre, ist richtig ein Groove. Also total dunkel drinnen, gar kein Licht so richtig. Aber trotz allen Bedingungen, Rahmenbedingungen, die in dem Laden so stattfanden, war das wirklich eine richtig heftige Gig. Ja. Cool, das was ist wirklich Was habt ihr denn gerade für ein aktuelles Album? Wo kann ich das kaufen, wenn ich Lust habe auf euch? Darf ich? Ja, wir haben ein Exemplar da. Echt? Genau. Ja. Da, komm ich ganz mal zu. Okay. Und wo kann ich das bekommen? Über die Website. Hier aus erster Hand. Natürlich. Ihr könnt verschenken, also wenn ihr Lust habt. In der Regel ist es schon so, dass wir die meisten CDs direkt auf dem Konzert verkaufen. Mhm. Aber natürlich durch die Anfrage über die Website www.whiteblossomproject.de. Wir sind erreichbar über Facebook. Man muss eigentlich letztendlich nur White Blossom Project in Zuckerbeak eingeben, dann werden wir gefunden. YouTube ist damit zu finden, aber wenn man eine CD will, kann man einfach uns kontaktieren über die ganz normale Internetplattformen. CD kann man haben. Kostet pro Lied 1 Euro, also 9 Euro für 9 Stücke aus der eigenen Produktion. Super, das ist doch großartig. Und das nächste ist sogar schon, muss man kurz dazu sagen, das nächste ist sogar schon in Mache, das nächste Album. Und ja, sind wir auch dran. Und ja, wir werden später sogar einen Song spielen, der auf dem neuen Album drauf ist. Und der wäre? Narbonne Pearl. Aber das ist am besten, wenn der Steff vielleicht was dazu sagt. Den hat nämlich eher geschrieben im Urlaub. Ja, genau. Also Narbonne Pearl hat schon eine eigene Story. Ich war in Südfrankreich, in Narbonne, und da gibt es eine große Markthalle, wird alles die Leckereien verkauft, die wir vorher schon im Beitrag gesehen haben. Und da war eine Verkäuferin, die mich da echt richtig fasziniert hat, weil die hat ihre Sachen verkauft singend. Ne? Also sie hat ihre Früchte und ihre Legümen da verkauft und es lief eine laute Musik im Hintergrund und sie hat das alles getanzt. Also und sie hat es getanzt und die Leute standen bei ihrer Schlange und deswegen ist es Narbonne Pearl. Nicht schlecht. Das klingt ja super. Die Dame war vielleicht auf der Waldorfschule. Ja, wir wollen sie berühmt machen. Mal gucken. Aber das ist auch schon irgendwo eine Premiere heute, weil normalerweise dieses Lied ist eine ziemlich kräftige Nummer mit viel Schlagzeug, viel Bass, viel heftige, kräftige
Töne. Und heute werden wir das Lied hier bei euch das erste Mal in Akustikformat präsentieren. Für uns eine Premiere, für die Leute da draußen, die das Lied schon kennen, auch eine Premiere. Also wir sind ganz gespannt, wie das so rüberkommt. Super. Dann wollen wir euch jetzt nicht aufhalten. Baut eure Sachen auf, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, cool, gespannt. Dann fangen wir gleich an. Und Tim, wir entführen dich mal jetzt kurz, wenn das okay ist. Dann komm schnell mit. Wir haben was für dich vorbereitet. Gut. So, weil du hast ja schon vorhin erwähnt. Frisch 18. Frisch 18. Jawohl. Wir haben die natürlich deinen Kuchen leider nur etwas wenig da. Also gratuliere. Dankeschön. Bist volljährig. Auch. Alles Gute. Dankeschön. Was wirst du jetzt als erstes machen? Ich denke, ich werde jetzt endlich mal mich daran beteiligen können, bei den Gigs das Equipment auch mit rumzufahren. ja, ich denke, ich werde viel unterwegs sein, jetzt wo die Schule auch fertig ist. Ja, und das wollen wir mein Leben ein bisschen genießen. Das ist super. Das klingt auf jeden Fall ganz schön. Was genießt du jetzt an deiner neuen Freiheit noch so außer Autofahren? Ich weiß nicht mehr, da fällt überall rein, denke ich jetzt mal. Denkst du? Zumindest habe ich noch nichts gefunden, wo man nicht mehr ab 18 rein darf. Und ja, ich denke auch, das ist auch die Sache, wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin, da ist man auch befreit in der Hinsicht und ich kann es einfach mein Leben freigestalten, wie ich möchte. Das klingt doch super. Magst du, weil ich glaube, das sieht aus wie Nusskuchen. Schmeckt dir das? Wenn es Kuchen ist, schmeckt es. Alles Süße ist gut, sehr gut. Oder? Ja, darf richtig ein Stück nice. Ja, natürlich, das ist doch für dich. Das ist dein Geburtstagsgeschenk quasi vom Kult. Du singst ja nicht, oder? Dann kommen keine Brösel vorne raus. Das kann ich ändern, glaube ich. Also du bist ja zumindest nicht Leadsänger, das ist ja dann der Elmo. Ah ja, okay. Das Mikrofon kommt nicht in Gefahr. Ja, okay, dann passt, dann ist der Sound voll in Ordnung. Wir haben gerade eine Frage noch reinbekommen. Was macht ihr so in eurer Freizeit? Oder du? Ja, jetzt da du 18 bist, hast du die auf jeden Fall. Ich muss erstmal Runde essen. Hast dir Zeit. Also mein Hobby ist eigentlich, oder ich werde es bald nicht mehr zu meinem Hobby haben, sondern vielleicht als Beruf. Aber in meiner Freizeit ist wirklich die Musik eigentlich an erster Stelle. In meiner Zeit auch wieder relativ viel Sport, also ein bisschen daheim. Die anderen sind natürlich arbeitstätig, also Steff und der Mike. Und mein Bruder ist gerade am Studieren. Wir haben auch hier noch eine Nachricht bekommen vom Sven, der meint, er will hier seine Lieblingsband grüßen. Also Grüße vom Sven. Grüße zurück. Hier kommt noch eine Nachricht. Okay, anonym. Wie lange kennt sich die Band denn schon? Ungefähr 2 Jahre. Bald sind es 2 Jahre. August. Ja. August 2015. Feiert ihr euer Zweijähriges? Mit deinem Geburtstag? Nein, ein bisschen ist ja noch hin, aber ja, mal schauen, was kommt. Vielleicht feiern wir es mal. Ja. Das ist eigentlich mal Überlegung wert, dass wir eine Party machen. Auf jeden Fall. 30 Liter Bier kommen da wahrscheinlich auch noch dazu. Gutes Essen mit Avocado mit und Quinoa. Genau. Quinoa? Tiefkühlpizza? Tiefkühlpizza? Ja, das wäre schon irgendwann. Ah, perfekt. Ich habe einen auf meiner Seite. Toll, die Jungs wieder. Genial. Okay, dann wollen wir dich nicht aufhalten. Du musst wahrscheinlich auch noch aufbauen. Genau. So. We'll be right back.